Hallo und herzlich willkommen zurück bei Severin's Blade of Darkness. Ich habe hier, glaube ich, nochmal was gefunden. Und zwar sind wir eigentlich nur auf der Seite runtergegangen, aber nicht auf der anderen. Das war natürlich ein Fehler. Und hier unten läuft irgendwo ein Skelett rum, habe ich gesehen. Jetzt sehe ich es gerade nicht mehr, aber es war da. Und hier kann man auch noch irgendwie reingehen. Ich glaube, das haben wir... Oh, hier ist ein Schalter. Da kommen wir wahrscheinlich sowieso unten hin. So, sollten wir dann wahrscheinlich wieder hochkommen. Vielleicht finden wir hier ja diese beiden Fragmente, die wir suchen. Wobei, das sieht jetzt doch hier ein bisschen anders aus. Ist das vielleicht einfach ein Secret? Ist hier was? Es ist auf jeden Fall wieder stockdunkel. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Die Rune haben wir in diesem Level jetzt schon gefunden und ich befürchte, wie ich das vielleicht in der letzten Folge schon gesagt habe, dass wir zwei Stück vergessen haben, statt nur eine. Hier ist ein Double Edge. Wäre was für den Barbar. Oh. Ich hab's noch gesehen, aber es war zu spät. Es war einfach zu spät. Aber wir probieren es natürlich nochmal. Ja, da unten war irgendwie das Skelett. Also das ist auf jeden Fall ein Secret, glaube ich. Ist ja doch nicht ganz so einfach zu finden. Na? Wir kommen hier auch wieder hoch. Das ist das Positive an der ganzen Sache. Da ist kein Schalter. Hier können wir auch nicht rein. Na schön. Gibt nur einen Weg, das ist hier in die Höhle der Dunkelheit. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wo waren die Sensen denn? Ich glaube hier. Genau. Man sieht das echt schlecht. Wie soll man denn da durchkommen? Mit viel Anlauf springen? Nee. Die sind ja fast gleich breit. Und ich habe den Eindruck, dass man nicht der einen ausweichen kann. Die sind auch verdammt schnell. So viele Fallen hier in diesem Level. Kommen wir da überhaupt hin? Das ist die Frage. Hier sind auch wieder viele von diesen komischen Symbolen. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Gibt es hier vielleicht einen Schalter in der Dunkelheit? Schild? Ja, Schild wurde weggemacht. Aber die machen halt einfach viel zu viel Schaden. Das ist, Decke? Probieren wir mal auf der Seite entlang. Naja, sie sind viel zu nah dran aneinander. Da kann man unmöglich der einen ausweichen und dann der anderen. Das heißt, es ist Rätsel, es muss eigentlich sowas in der Art sein. Ich sehe auch keine versteckten Knöpfe oder sowas. Nee. Ich glaube, das kann ich vergessen. Ich sollte es vielleicht auch erstmal lassen. Vielleicht... Ja, irgendwie kommt man sicher durch, aber ich sehe nichts. Hier der Kronleuchter vielleicht? Nee, oder? Das kann ja fast unmöglich irgendwas mit dem Rätsel, also mit den Blades da zu tun haben. Können wir hier eine Wand einhauen? Anscheinend nicht. Ist hier was? Muss hier immer ein bisschen aufpassen. Vielleicht hier seitlich? Also, das glaube ich nicht. Aber, möglich ist alles. Ich würde schon gerne gucken, was auf der anderen Seite ist, aber mir fällt gerade nichts ein. Mit dem Bogen da reinschießen kann jetzt auch nicht das Ziel sein, wahrscheinlich. Ich habe übrigens jetzt wieder ein paar Pfeile geholt. Zwischendurch, da lagen noch ein paar rum. Wir schießen einfach mal blindlings rein. Naja, es ist wohl doch das Rätsels Lösung. Einfach mal einen Pfeil in die Dunkelheit schießen, klappt immer. Schön. Ist hier noch was? Der Great Hammer. Der ist aber schlechter als unser Heavy Club.
Schade. Oder? Oder ist es einfach nur wieder... Ich leg das Ding jetzt mal ab und jetzt gucken wir mal den Great Hammer. Doch, das ist der Great Hammer da oben. Der ist schlechter. Schade. Ist hier sonst noch was? Da hinten ist noch etwas. Irgend so eine Art Potion. Eine Power Potion. Super. Und eine vereiste Axt. Die bringt uns aber nichts. Leider. Die sieht auch nicht so aus, als würden wir die verwenden können. Das ist wahrscheinlich Barbaren- oder Ritterzeug. Ich glaube, die Potion werden wir auch bis am Ende hier lassen. Wir haben noch eine. Ich weiß auch nicht, ob ich hier nochmal zurückkommen möchte, ehrlich gesagt. Also es ist hier wirklich nur ein Secret. Das war ja eigentlich zu erwarten. Ist ja der Pfeil hier noch? Jawohl. Also man muss den Pfeil einfach hier gegenballern. Und dann passt das schon. Jetzt sind die natürlich wieder in Position. Aber da kommen wir ohne Probleme vorbei. Anscheinend werden sie nur einmal ausgelöst oder auf dem Rückweg zumindest nicht. Eins von beidem. Das war's dann auch schon mit diesem Secret. Das war jetzt nicht allzu berauschend, wenn wir ehrlich sind. Wo ging es denn nochmal hoch? Hier. Okay. Also wenn wir jetzt tatsächlich noch irgendwie die Power Potion verwenden sollten, würde ich mir vielleicht überlegen, nochmal zurückzukommen. Aber ich denke eher nicht. Wirklich viel Sinn macht das nicht. So, auf der anderen Seite ist, glaube ich, nichts. Vielleicht können wir da noch rüber springen irgendwo. Können Sie mal probieren, ansonsten landen wir unten. Was auch nicht schlimm ist, da wollten wir sowieso hin. Na, es geht zumindest. Auf dem ersten sind wir. Dann. Zwei. Drei. Das bringt uns aber, glaube ich, nichts, ne? Ja, ich glaube nicht. Sah relativ unspektakulär aus. Ups. Der erste ist schon mal tot. Natürlich kommen noch mehr. Vielleicht ist deswegen die Musik auch noch da geblieben, weil halt hier auch noch Gegner sind. Oh, das war doch ein Treffer. Wo ist der andere hin? Ach, da drüben. Ich muss immer gucken, dass ich beide im Auge behalte. So, der erste ist schon mal weg. Kommt natürlich direkt Verstärkung raus. Wie soll das auch anders sein? Ups. Ich habe nicht mehr anvisiert. Zack. Ist ja alles nicht so ein Problem mit den Skeletten hier. Die sind ja... Die sind einfach nur Futter für uns. XP-Futter. Ansonsten... War's das? Kommt noch mehr? Oh, ein heiliges Amulett. Vielleicht haben wir von denen eins übersehen. Vielleicht liegen die einfach hier rum. Das wäre natürlich möglich. Muss ich nachher nochmal gucken. So. Da drüben sind nochmal welche. Natürlich müssen wir hier auch irgendwie wieder rauskommen. Wir sind Level 16 schon. Ja. Sehr gut. War's das? Ich glaube fast, das war's. Die Tür ist offen. Wir nehmen das Amulett mit. Jetzt fehlt noch das zweite natürlich. Aber das muss auch hier irgendwo in der Gegend sein. Also könnte ich wetten. Ich habe es einfach irgendwo übersehen. Ich weiß es. Ich übersehe immer solche kleinen Sachen. Wenn irgendwas auf dem Boden liegt, dann übersehe ich das einfach gerne. Ich habe ja auch die zwei Runen, glaube ich, übersehen. Also eine bin ich mir sicher. Zweite. Wahrscheinlich auch. Irgendwo war sie. Ich weiß nur nicht wo. Ach so. Hier waren wir doch schon. Genau, da habe ich mich gefragt, wofür die Tür ist. Jetzt wissen wir das. Jetzt ist die Frage, wofür die Tür ist. Fragen über Fragen. Sind wir da vielleicht hergekommen? Wäre möglich.
Okay, also hier ist auf jeden Fall, glaube ich, wieder die Tür zum zur Kathedrale. Hier, da drüben wäre noch der Vollheiltrank. Den wollen wir jetzt aber noch nicht nehmen. Wir haben noch so viel HP. Das wäre Verschwendung. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit den HP auch bis zum Ende des Levels kommen. Ich werde jetzt doch nochmal auf der ersten Seite runterspringen und gucken, ob da noch ein zweites Amulett ist. Es wäre ja auch eigentlich logisch, dass auf beiden Seiten da ein Amulett wäre. Ups. Doch, 91 ist richtig. Hier war übrigens noch so ein komisches Eisdingens. So, diese Eiswand. Hier ist wieder die Musik, aber... So, jetzt gucken wir mal gut am Boden. Vielleicht liegt hier irgendwo was. Ja, hier liegt es. Mm, super. Habe ich richtig, richtig toll gemacht. 10.000 Mal dran vorbeigerannt. Und nicht gesehen. Dann können wir jetzt hier auch wieder weg. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Das könnte jetzt auch schon fast das Ende des Levels sein. Durchaus. Müssen wir mal gucken... Dann speichern, da kommt bestimmt wieder eine Falle. So viele Fallen, wie es hier in diesem Level gibt. Ist das Secret Amulett. Tu es rein. Es sieht irgendwie nicht so aus, als würde es da großartigen Halt drin haben, aber es hält. Vorerst zumindest. Dann das nächste, das Unheilige. Gut. Tür. Jawohl. Boss? Fragezeichen. Es muss doch noch ein Boss kommen hier. Also wir hatten einmal den 16.000er Minotaurus. Bug? Fragezeichen. Hm. Ich höre keinen Sound mehr, also es ist nicht nur bei euch so wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich einfach wieder ein Bug. Wir müssen nochmal. Doch, jetzt ist Sound wieder da. Oh, du bist ein übles Vieh. Autsch, hey. Genau, da war ja was. Du bist einer dieser feuerspuckenden Mistkerle. Na komm, du Schwein. Zum Glück hast du kein Schild dabei, nicht wie beim letzten Mal. Oh. Du machst auch nicht wirklich viel Schaden. Dem Feuer kann man auch einigermaßen einfach ausweichen. Du machst auch fast keinen Schaden. Du bist echt ein armes Geschöpf. Und tot. Ein Opal-Key. This is Burr, the white gem, an opal of perfect purity, guardian of the tomb of the sword, mounted in crystal cut from the rock as a symbol of the purity of the eternal snows of the frozen mountains. Ja, super. Ist das das Ende des Levels? Es scheint fast so. Schön, also wir haben diesen Schlüssel gefunden, weswegen wir eigentlich hergekommen sind überhaupt. Treachery and perfidy have reached as far as the icy fortress, and its inhabitants have fallen under the dominion of a powerful demon and lost their reason. But Burr, the white gem, has been saved, and mounted in ice, it retains all its purity. Schön, damit haben wir den weißen Edelstein zurückgeholt und jetzt, wie viel haben wir? Wir haben 7 Levels haben wir jetzt schon gemacht. Jetzt geht's in die Schlucht von Orlok. Als nächstes. Das hört sich wieder nach Ork-Territorium an. Bin ich mir relativ sicher. Aber wir werden sehen. Vielleicht liege ich auch falsch. Das kann durchaus sein. The Gorge of Orlok is a natural pass between the mountains that border the ancient kingdoms and the steppes of the north. In the past, these mountains formed the kingdom's most advanced line of defense. And from them departed the raids of the conquering kings towards the rich and distant Northlands. However, it is now centuries since the last of those raids, and even the gorge itself is beyond the present borders of the kingdom. All manner of malign creatures now lurk among the ruins.
ruins of those ancient fortifications. In the days before the War of the Sword, one of the gems of the legendary Tomb of Blade was concealed there, though its fate has now been forgotten. Das ist immer wieder super. Man sieht überhaupt gar nichts. Hervorragend. Ich liebe es. Es ist einfach weiß. Neblig weiß. Wow. Ich muss gleich mal gucken, ob ich irgendwie was an der Brightness machen kann. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal eine kürzere Episode. Und in der nächsten Episode geht es hier dann weiter mit der Schlucht von Orlok. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.